Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 5. November 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten kurz an der Dnipro-Front. Die ukrainische Streitkraft kann die Kontrollzone in Krynky erweitern und die Kontrolle über Bereiche an der Hauptstraße übernehmen. Das bestätigen heute neue russische Drohnenaufnahmen. Auch dieser Waldstrich steht aktuell unter Kontrolle ukrainischer Marineinfanteristen. Die Situation bleibt in diesem Dorf weiter angespannt. Auf beiden Seiten ist eine intensive Arbeit der Artillerie hervorzuheben. Auch in der kommenden Woche können wir in diesem Abschnitt eine erhöhte Aktivität erwarten. Die russische Seite bereitet weitere Kräfte vor, um die ukrainischen Brückenköpfe zu liquidieren. Die ukrainische Seite konzentriert weiter Kräfte gegenüber dem Abschnitt Kosatschi-Lachiri-Krynke-Korsunka und wird möglicherweise versuchen, den Brückenkopf zu erweitern. Als nächstes springen wir kurz auf die Halbinsel Krim. Ein Nachtrag zum gestrigen ukrainischen Raketenangriff auf die Stadt Kertsch. Das russische Verteidigungsministerium sprach gestern Abend von 15 ukrainischen Raketen, mit denen die Region der Stadt angegriffen wurde. Davon wurden angeblich 13 von der russischen Luftabwehr abgefangen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte auch, dass ein Schiff infolge des Raketenangriffs getroffen und beschädigt wurde. Wie gestern bereits vermutet, handelte es sich um eine Korvette des Projekts 22800. Bei dem Schiff handelt es sich um einen Träger von Marschflugkörpern des Typs Kaliber. Die ukrainische Seite wollte vermutlich mit diesem Angriff möglicherweise präventiv ein russisches Schiff treffen, mit dem die russische Seite möglicherweise dann im Winter verstärkte Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur fliegen wird. Das Schiff wurde beschädigt, allerdings ist das genaue Ausmaß der Beschädigung unklar. Gesunken ist das Schiff auf jeden Fall nicht, wie eine in schlechter Qualität aufgenommene Satellitenaufnahme bestätigt. Noch gestern Abend unternahm auch die russische Streitkraft einen Raketenangriff mit Marschflugkörpern des Typs Iskander. Der ukrainische Generalstab meldete das Abfangen von drei solcher Raketen. Allerdings wurden nicht alle Raketen abgeschossen. In der Stadt Dnipro kam es zu mehreren Explosionen, wie Menschen vor Ort mitteilen. Welche Objekte dort getroffen wurden, wissen wir nicht. Möglicherweise Objekte kritischer Infrastruktur, das behauptete zumindest eine ukrainische Quelle. Ein ukrainischer Militärangehöriger spricht von einem schlechten Abend. Eine Rakete hätte ihr Ziel erreicht und die Ergebnisse seien sehr schlecht. Details nennt er nicht, allerdings räumt er indirekt Verluste in den Reihen des ukrainischen Militärs ein. An der Saporischschja-Frontlinie beobachten wir auch heute hin und wieder wenige Angriffe beider Seiten. Die ukrainische Streitkraft versucht weiter in Richtung der Höhen 140 vorzurücken und hat einige russische Stellungen an diesem Abschnitt angegriffen. Dieser Angriff war allerdings größtenteils erfolglos. Veränderungen wurden nicht registriert. Das gleiche westlich von Robotyne. Hier hat die russische Streitkraft einen Gegenangriff unternommen. Auch dieser wurde von der ukrainischen Seite abgewehrt. Die Situation bleibt auch an diesem Abschnitt unverändert. Im Vergleich zum Donbass ist die Aktivität an diesem Abschnitt deutlich zurückgegangen. Und damit geht es auch direkt weiter in Richtung Donbass, kurz zur Stadt Mariinka. Dort übt die russische Seite weiter besonders hohen Druck aus. Der ukrainische Generalstab meldet bis zu 20 russische Angriffe in den vergangenen 24 Stunden. Diese wurden allesamt von ukrainischen Kräften abgewehrt. Allerdings greift die russische Seite nicht nur in Mariinka, sondern auch etwas nördlich der Stadt an, und zwar an diesem Abschnitt zwischen Krasnogorowka und Mariinka. In dieser Woche konnte die russische Seite hier um wenige 100 Meter vorstoßen, allerdings bleibt die graue Zone hier weiter vergrößert und es ist gut möglich, dass die russische Seite hier noch mehr Erfolge erzielen konnte. Dies wird weiter überprüft. Ich denke, in der kommenden Woche gibt es hierzu ein weiteres Update. Wie gestern bereits angedeutet, konnte die ukrainische Streitkraft die Situation an der Avdiivka-Frontlinie größtenteils stabilisieren. Nördlich des Dorfes Krasnohorivka unternahm die russische Seite einige Angriffe. Diese wurden von der ukrainischen Streitkraft abgewehrt, Veränderungen wurden dort nicht registriert. Westlich von Krasnohorivka greifen russische Truppen in Richtung der Siedlung Stepowe an. Es kommt zu Kämpfen entlang der Eisenbahnlinie. Russische Panzer beschießen ukrainische Stellungen in der Region dieser Eisenbahnlinie. Auch hier weiter ohne Veränderungen. In der Region der Kokerei unternahm die russische Seite wenige Angriffsversuche mit dem Ziel, sich in kleinen Gruppen auf dem Gelände der Kokerei festzusetzen. Dies gelang der russischen Seite nicht. Die Ukraine konnte alle Angriffe abwehren.
Zwischen den Siedlungen Kamjanka und Veselle greifen russische Kräfte weiter in Richtung des Bysoczenes Steinbruchs an. Die Situation wird dort geklärt. Die graue Zone bleibt ein Stück vergrößert. Möglicherweise wird es in der kommenden Woche hier eine Korrektur geben. Südlich von Awdijiwka werten ukrainische Kräfte alle russischen Angriffe von Spartak aus ab. Die ukrainische Seite konnte zudem einen russischen Schützenpanzer des Typs Terminator zerstören. Und zu guter Letzt war die russische Seite auch in der Region Wodjine in Richtung Perwomaiske aktiv. Hier kam es ebenfalls zu intensiven Kämpfen ohne wesentliche Veränderung. Insgesamt waren es etwa 20 Angriffe in 24 Stunden, die die russische Seite in diesem Abschnitt unternahm. Die Situation bleibt in dieser Woche also aus ukrainischer Sicht weiter stabil. Russische Kräfte konnten diese Woche keine wesentlichen Vorstöße erzielen. In der kommenden Kalenderwoche können wir erwarten, dass die russische Seite verstärkt in Richtung Stepowe und der Kokerei angreift. Wird. Das Einkesseln der Stadt bleibt weiter das russische Ziel. Ein russischer Militärangehöriger spricht heute detailliert über die verheerenden Verluste einer bestimmten Einheit. Die Rede ist von der Einheit Storm Z. Für alle, die neu sind, diese Einheit besteht aus mobilisierten Häftlingen aus russischen Gefängnissen. Diese werden auf freiwilliger Basis rekrutiert und können einen Halbjahresvertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterschreiben. Im Gegenzug bekommen sie nach Ablauf der Vertragslaufzeit einen Straferlass und sind wieder auf freiem Fuß. Vor etwa einem Jahr hat die Wagner-Gruppe mit dieser Praktik begonnen. Daraufhin übernahm das russische Verteidigungsministerium die Rekrutierung von Häftlingen. Selbstverständlich haben diese Einheiten einen anderen Status als gewöhnliche mobilisierte russische Bürger. Sie werden von anderen Truppen isoliert und regelrecht für Drecksarbeit eingesetzt. Hauptsächlich diese Einheiten werden in Frontalangriffe geschickt, weshalb die Verluste besonders hoch sind. Bei Desertation oder einem Rückzug werden diese Kämpfe von eigenen Sperreinheiten erschossen, ganz nach der Praktik der NKWD im Zweiten Weltkrieg. Das haben inzwischen zahlreiche Kriegsgefangene auch bestätigt. Zudem gab es auch schon Videomaterial, wo eine solche Praktik zu sehen war. Der soeben angesprochene russische Militärangehörige spricht konkret über die Verluste dieser Einheit an den Abschnitten Avdiivka und Bachmut. Er behauptet, dass einzelne Gruppen innerhalb von wenigen Tagen buchstäblich auf null reduziert werden. 40 bis 70% davon sind unwiederbringliche Verluste und die übrigen stellt er zu den gesundheitlichen Verlusten, also Verwundete. Er nennt dazu auch fünf Gründe, warum die Verluste so hoch sind. Erstens eine schlechte Ausbildung und Ausrüstung. Zweitens eine fehlende vernünftige Artillerieunterstützung. Drittens die Freiheit, die Angriffe selbst zu planen und durchzuführen. Viertens die ausbleibende Einführung in das Geschehen und mangelnde Aufklärung. Und fünftens schlechte Bedingungen für Evakuierung von Verwundeten wegen der ukrainischen Artilleriehoheit. Die Kombination dieser Gründe führt zu hohen Verlusten ohne wesentliche Ergebnisse, so die Aussagen des russischen Militärangehörigen, erfordert einen besseren Einsatz dieser menschlichen Ressource. Zum Abschluss springen wir an die Frontlinie um Bachmut. An der südlichen Flanke startete die russische Streitkraft einen Angriff in Richtung des Stellungssystems nördlich von Klischiwka. Das betrifft also hauptsächlich diese Angriffsrichtung. Dieser Angriff wurde teilweise abgewehrt, allerdings kommt es hier weiter zu kämpfen. Die russische Seite schickt neue Kräfte in den Kampf. Die Situation bleibt angespannt. Die russische Seite versucht also hier, die in den vergangenen Monaten verlorenen Positionen wieder zurückzuerobern. An der nördlichen Flanke der Stadt landete die russische Infanterie in einem Waldstrich südlich des Berchewker Stausees, so ein ukrainischer Militärblogger. Nach Versuchen, sich dort festzusetzen, wirkte die ukrainische Artillerie ein und konnte die russischen Truppen wieder zurückwerfen. Die Situation bleibt also auch hier unverändert. An der nördlichen Flanke werden zum heutigen Tag keine wesentlichen Veränderungen registriert. Die russische Seite unternahm lediglich einen Angriffsversuch in Richtung Iwaniwske, allerdings keine nennenswerten Informationen von diesem Abschnitt. Die Ukraine bereitet einen groß angelegten Kamikaze-Drohnenangriff auf die Russische Föderation vor. Das behauptete heute der ukrainische Brigadegeneral Baranow. Damit will die Ukraine laut seinen Aussagen an die Erfolge der letzten Wochen anknüpfen, als viele wichtige militärische Einrichtungen auf der Krim und in diversen Städten der Russischen Föderation getroffen wurden. Ich denke, dahingehend erwarten uns auch in den kommenden Wochen interessante Neuigkeiten aus Teilen der Russischen Föderation.
Das zur Situation in der Ukraine am 5. November. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie doch gerne einen Daumen nach oben da. Noch mehr würde ich mich über ein Abo auf meinem Kanal freuen. Ich berichte täglich aus der Ukraine und versuche dabei möglichst neutral zu bleiben. Ansonsten entschuldige ich mich nochmal für die geringe Qualität. Ab morgen geht es dann wieder in der gewohnten Qualität weiter. Und damit hören wir uns auch schon wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin eine wunderschöne Restwoche.